Hallo, Sion hier und weiter geht es mit Chrono Trigger. Beim letzten Mal sind wir ein bisschen in Qajar rumgelaufen, wenn der Ort Qajar gehießen hat. Ich meine ja, haben hiermit eine kleine Sidequest für später gestartet und ich würde sagen, sonst sind wir hier soweit eigentlich soweit fertig. Ne? Blackbird and the Ocean Palace has vanished. Also was hier noch interessant ist, ist, dass wir einiges an Informationen für spätere Teile des Spiels noch erfahren können. The Guru of Time continues his work on some deserted island. He tries to make a time egg or some such of nonsense, but no one has seen him for years. Das heißt, die Leute versuchen auf jeden Fall für die Zukunft etwas aufzubauen. Ja, finde ich gut. Und ich meine ja doch, hier können wir auch gucken. Hier sollte nicht so schlimm sein. Schauen wir mal, hey, willst du mit mir reden? The Prophet's aura is clouded with hatred and sorrow. If he does not free himself of those emotions, he'll destroy himself and those he loves along with him. Das klingt natürlich nicht so toll. Beyond lies the Mammon Machine Chamber. You can feel the glorious energy of lava surging from it. Okay, warum habt ihr Lavas Energie da dran? Nö. Must experience it. To feel the great lava's emanations is spiritual awakening. Aber Moment, was macht ihr hier mit Lavas? Okay, ein bisschen creepy seid ihr schon. Ist das Lavas oder was? Kann eigentlich nicht sein, ne? Wir können damit nicht reagieren, aber... This is the phone of Zeal's power, the Mammon Machine. It draws and magnifies the limitless power of Lavas. Okay. Also wirklich ein Spoiler sollte das an diesem Punkt nicht sein, denn was die Leute hier also tun, ist der Welt zu sagen, hey, wir brauchen nicht mehr den Sunstone, der eigentlich unendlich Energie gehabt hätte oder fast unendlich Energie gehabt hätte, welcher inzwischen auch erloschen ist. Und stattdessen wollen sie lieber an Lavas zehren. Ich meine, könnte man vielleicht sogar als gut sehen, denn wenn Lavas schwächer wird, ist das natürlich besser für uns, dann sollte in der Zukunft der eigentlich keine Gefahr mehr sein, ne? Wobei er aber trotzdem die Welt zerstört hat, also irgendwo muss der natürlich etwas schief gelaufen sein, aber was genau? Ich schätze, da fehlt uns noch das ein oder das andere Puzzlestück, aber merken wir uns doch einfach mal, wie die Situation aktuell aussieht. Aber gut, mehr können wir hier im Moment nicht machen, deswegen würde ich sagen, können wir wahrscheinlich eigentlich gleich den Plot fortfahren. Lasst mich nur noch mal schauen, ob ich hier irgendwas Interessantes übersehen hätte. Her Majesty said she had business at the Ocean Palace. None may pass until her return. That door cannot be opened from the outside, save with a powerful magic key like Lady Charla's pendant. Das heißt, wir kommen dann noch nicht durch. Aber merkt euch diese Tür für später. Ich meine auch, wir hätten irgendwo in der Zukunft mal diese Tür gesehen, ne? Ich kann nicht ganz den Finger drauf packen, aber hey, ihr beiden schon wieder. Wollt ihr nicht mit mir reden? Wollt ihr nicht? Oh ne, schaut mal, wenn Chrono versucht mit ihm zu reden. I want to be the wind, Master. Oh, you will someday if you try hard enough. Our big sister Doreen went to Enhasa again. Ihr habt sogar eine Schwester, ja? She likes to dream. I like to win better than dreams. Whoosh. Okay, ihr beide seid irgendwie komisch, aber lassen wir euch mal stehen. Immerhin seid ihr Master und Mone. The Queen must have borne a great deal of pain and sorrow in silence. Progress requires equal sacrifice. Much must have been given to allow Zeal to attain the glory it now knows. This way will take you to the bedchambers. Okay, ich schätze, wir können noch kurz schlafen gehen. Ich glaube, links wollen wir erstmal lang, ne? Ja, genau, hier sollte unsere eigene, naja, nicht unsere, aber Lady Charla's Pendant was made from, ja, ich meine, kann schlecht unsere sein, wenn das Spiel nicht mal wusste, dass, oder die Leute hier nicht mal wussten, dass wir kommen, aber ich will nochmal sehen, darf ich das Bett nehmen? Schade, darf ich nicht. Kriegen wir hier noch mehr Info? Nein, kriegen wir auch nicht. Und ja, mit dem Bild, da können wir auch nichts anfangen. Okay, das heißt, wir machen, oder führen die Story fort, let's go. Oh, Charla's Theme, eins meiner liebsten Songs im Spiel. You've returned, there's something wrong. Du mit deinen schwarzen Winden. Don't worry, it'll be alright. Was hast du da für ihn? Containing my prayers. If something should happen, it will keep you safe. I wish that I could remain with you always, but Mother has other plans. Aha. She looks like her, but she's not the same inside. Was ist mit eurer Mutter passiert, hä? Also mit der Königin? Lassen wir das erstmal stehen, aber ihre Kinder scheinen irgendeine Ahnung oder ein Gefühl zu haben, dass da nicht alles ganz koscher ist. Ocean Palace, alles klar.
Lassen wir das wohl erstmal so stehen. Ja, stimmt, wir haben uns noch gar nicht gesehen, ne? I fear I'll be, well, you know the queen. Alles klar, Kuchala wird gehen, passt. Hey, Janus. Vigo, ey, dann nehme ich deine Katze mit. Don't waste your time. Alphador only likes me. Mensch, ja gut, wenn Psyana nur auf dich steht, dann ist das halt so. Ich muss eigentlich noch meine Magic Capsen mal an... Wie sagt man? Anlegen an meine verschiedenen Charaktere. Ich glaube, Equipment-technisch auch ein bisschen anpassen. Tatsächlich nicht so viel. Ein bisschen, aber machen wir mal erstmal weiter. Wir haben noch Zeit heute. Hey! Ja, ich glaube, das Spiel hat auch nicht unbedingt gesagt, dass ihr hier hingeht zum Ocean Palace. Aber ja, so funktioniert es. Und schaut euch mal das Pendant an. Wenn das nicht wirklich, ich meine, einige Leute haben das, glaube ich, hier schon gesagt, aber wenn das nicht wirklich aussieht wie das, was Marley hat, dann weiß ich auch nicht, aber dann sollten wir eigentlich hier durchkommen, ne? Ey. Won't budge. Emerdo binds us hand, foot and tongue. Okay, im Moment kommen wir da nicht durch. Gäbe es nur eine Möglichkeit, durch dieses Tor durchzukommen? Just alive and always has been and changes slowly so you never see it. From flat islands into mountains, from mountains into seas, a way to someday even open the Forbidden Shrine in the North or the Sun Temple, but it could take untold days. Oh, jedenfalls, was wir machen müssen, ich meine, dass wenn ihr mit der einen oder anderen Person hier redet, ihr diese Information noch kriegt, aber... Moment, ist das vielleicht sogar einer von euch hier? Ah, okay, nee. Jedenfalls, was wir machen wollen oder was wir machen müssen, ist mit diesem Gerät hier interagieren, denn... Die Energie dieses Pendant kommt quasi durch diese unendliche Magie von Lavos zum Vorschein. Das heißt, wir haben das gute Ding jetzt aufgeladen. So, bevor wir aber weitergehen, würde ich mein Equipment und meine Gruppe gerne anpassen. Deswegen sage ich, bis gleich. Okay, ich habe meine Gruppe angepasst, wie ich wollte. Ayla ist wieder dabei. Und Equipment-technisch sehen wir gerade so aus. Zurück auf das Crimson Blade, ansonsten glaube ich, habe ich hier nichts geändert. Für Marley sollte ich gar nichts geändert haben und Ayla... Eigentlich nur sichergestellt, dass sie auch die Mistrope hat. Nicht mehr Feuerschutz. Feuerschutz brauchen wir aktuell nicht. Wir brauchen Abwehr. Aber eigentlich für den Kampf nicht unbedingt, der vor uns steht. Als ob das ein Spoiler ist, dass wir heute noch einen Kampf machen. Ne? Aber gut. Ihr seht schon, also wenn wir das Pendant aufgeladen haben, dann kommen auch wir hier durch. Aber was verbirgt sich hinter der Tür? Wir finden uns nachher heute raus. Okay, dann wollen wir mal. Ah, die Queen, ist das der Ocean Palace, oder wie? Wie Desaster sind... Wie können wir ein Desaster sein? Wir sind bis jetzt dabei gewesen, die Welt zu retten, ja? Der will uns ins Bein pissen. Er sieht doch aus wie irgendein Handlanger von... Gadies aus Lufia 2 oder so. Aber gut, ihr seht schon, der Typ kann aus seinem Portal anscheinend sowas erschaffen. Let's go, Boss Time, ey, shit. Okay, was ich zuerst machen will, ist auf jeden Fall kurz angreifen. So. Ah, ansonsten, worum es hier bei diesem Kampf eigentlich nur geht, ist, dass ihr dafür sorgt, dass ihr immer abwechselnd angreift. Ich würde eigentlich lieber eine Dual-Attack von Marley und von Ayla bringen. Allerdings gibt er mir dazu nicht wirklich die Zeit. Wenn du es mir jetzt aber... Danke. Danke, genau das wollte ich. Okay, warten wir dann ganz kurz. Okay, und... Nein, ich baue da draus. Nein, Eis. So, bitteschön. Das ist halt eigentlich, wie ihr den Kampf relativ easy bringen könnt, weil jedes Mal, wenn ihr angreift, wird er sich quasi eine andere Technik kopieren. Wie in diesem Fall eben... Oh, hat er unsere physische Attacke kopieren wollen, jetzt hat er unsere Donnerattacke kopieren wollen. Ihr seht schon, wenn wir aber jedes Mal, bevor er uns angreifen kann, wieder einen Angriff machen, dann überschreibt das immer, was er eigentlich vorhat und sollte dazu führen, dass er uns nicht mehr angreifen kann. Das heißt, Timing ist bei diesem Kampf eigentlich alles. Man darf halt nie zu früh und auf gar keinen Fall zu spät angreifen. So, wenn ich so am Ball bleibe, dann sollte es eigentlich ganz gut gehen. Ich muss nur darauf achten, ob Chrono wirklich genug MP hat, um die ganze Zeit Lightning 2 einzusetzen, wo ich lieber vielleicht hätte Lightning verwenden sollen, oder vielleicht sollte ich lieber beim nächsten Mal runter auf Lightning gehen, um ein bisschen Punkte zu sparen.
Denn sonst könnte es natürlich sein, dass ich am Ende des Kampfes keine Punkte mehr habe. Wobei Chrono kann wahrscheinlich auch physisch angreifen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das spielt eigentlich gar keine so große Rolle, weil physische Attacken würde er auch kopieren. Von daher denke ich, kann ich damit leben. So, jetzt lassen wir wieder den hier spüren. Und so lange sollte der Kampf dann eigentlich gar nicht dauern. Also das heißt, wenn man ihn so hinbekommt, ist er eigentlich relativ entspannt. Oh, ich glaube aber, das war's, oder? Sag ich doch. Okay, das ist ein Finisher. Das ist ein richtig schlechter Verdiener. Also wie so ein gewisser Behemoth aus Final Fantasy. Aber geht. Es geht eigentlich klar, würde ich sagen. Es war jetzt nicht der schlimmste Kampf. Das ist halt nur ein bisschen anstrengend, weil wenn man nicht früh genug reagiert, dann kriegt man auf den Arsch. Wobei ich aber auch sagen muss, wenn ihr diesen Kampf verliert, geht das Spiel genauso weiter. Das ist tatsächlich ein Kampf, den man verlieren darf. Was wollt ihr jetzt mit uns? Das ist doch nicht unsere Schuld, ey. Eigentlich sind wir doch die Guten. Überlegt jetzt, was ihr mit uns macht, oder wie? Hey, ihr beiden. What do you do? Ja, das sagt er. Warum sollte das nicht hilfreich sein? They just might be able to rescue Melchior. Melchior? Melchior lebt in dieser Zeit? Ich meine, inzwischen scheint schon gar nichts mehr abwegig zu sein in diesem Spiel, ne? Free the Guru of Life. Ist Melchior und der Guru of Life dieselbe Person? He was sent to the Mountain of Woe for opposing my mother's plan. You must help him. Wer? Ach, der Prophet schon wieder. Na, was willst du? It seems I'll need to put an end to you here. Glaubst du wirklich, du kannst uns besiegen? Die beiden stellen sich dagegen, ja? Danke, auch wenn ihr uns gar nicht kennt. Wir eigentlich nur Einbrecher in eurer Zeitzone sind, aber naja. Inwiefern? Was willst du mit Schale? Now show me how it is you came here. Wenn ich das mache, dann wirst du meinen Ausgang zerstören, oder was? Ihr kennt die Portale, scheint gar nicht überrascht davon, dass hier ein Portal ist. Er scheint nicht überrascht davon, dass es Portale gibt. Wenn er sogar sagt, er kann das Portal schließen. Okay, das heißt, wenn sie dir nicht folgt, dann bringst du uns um. Du wirkst gar nicht so stark, mein Freund. Ich glaube, bis du irgendwie ein Spell gecastet hast, haben wir schon längst den Kopf abgehakt, aber okay. Ach Moment, Schala soll das schließen, ja? Dann sag ich ja, du kriegst ja gar nichts hin. Guck mal, er ist weg, mach wieder auf. Aber das heißt, wir sind jetzt in den Warp gefangen, oder wie? Oder vielleicht auch nicht, glücklicherweise. Das wäre natürlich jetzt richtig hart gewesen, aber... Ja, das hat uns auf jeden Fall einiges an Informationen über Lavos gebracht, aber ihr seht schon, wir können nicht mehr zurück. Erst die Frage, ist Lavos schwächer geworden? The design from the door that the pendant opened. I've seen it in other places. Und ja, ganz genau, wenn wir uns erinnern... Da hat so ein Ding mal gegeben. Ich meine, wir sind hier auch mal vorbeigegangen, nicht wahr? Hat der Typ nicht sogar von einem Ocean Palace geredet damals? Bin ich mir sicher. Es war vielleicht so Folge 10 oder so. Ist ein bisschen her. Eigentlich ist es sogar ganz schön her, wenn man überlegt, wann diese Folge hochgeladen wurde, aber... Ah, ihr seht also schon, das Spiel sagt uns zumindest, wo wir als nächstes hin sollen. Allerdings ist es ja eigentlich noch ein ganz schöner Weg. Ich würde auch fast sagen, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Ein bisschen können wir noch machen, aber nicht so viel. Vielleicht können wir noch mal kurz mit den Dorfleuten reden. Schließlich haben wir jetzt eigentlich euer Problem hier gelöst, ne? Less Monster, now called Less Game 2. Find strange rock, but feel it was icky, itchy. My touch, so throw away. Wieso schmeißt du einen Stein weg? Happy water all gone before never happen. Happy Water, oh Gott. Redest du von deinem Alkohol oder was, Mädel? Hey, cold. Ja, ihr merkt schon, es beginnt die Eiszeit, ja? Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zu Kino. Warum denn nicht? Da hat vielleicht auch noch mal was Interessantes zu sagen. Schauen wir mal. Und zwar... Ayla, okay.
Larvos fell reptiles gone dead good, but get cold now, hunt, but not many beasts. But Kino no stop, Ayla no worry, leave to Kino. Das heißt also, in Zukunft dürft ihr Pflanzen essen, oder wie? Ich meine genau, wenn wir hier nochmal auf diesen Teppich, auf diesen Säbelzahnfell drücken, dann können wir uns hier auch nochmal ausruhen. Okay, dann hätten wir das also soweit auch geklärt. Ich glaube, hier sollte jetzt auch eine der Personen Trade Shiny Stone. Schauen wir mal. Na du. Oh, du willst unser Geld. Jetzt bin ich aber ein bisschen überrascht, dass du tatsächlich unser Geld nimmst, mein Freund. Shiny Stone. You bring new things. Want to know item? Petal and Fang, Trade Dreamstone. Gun, Dreamstone Bow, Magma Hand, Primeval Blade. Petal and Feather, das könnte, ich glaube, das fehlt mir vielleicht noch. Können wir mal ganz kurz testen. Petal and Feather war das ja für Magen. Oh, ich will keine Musik jetzt hören, ist okay. Schauen wir mal, hast du... Ja, wir haben eine Magma Hand. Die habe ich nie ausgerüstet, kein Wunder. Der gute Robo hat ja auch nicht mehr mitgemacht, ne? Schauen wir mal, ist hier sonst noch irgendwas Neues passiert? Hey, hey, hey. You got people good, nice people. When village burn, they say okay, live here. Okay, die haben euch aufgenommen. Na dann, guck mal, ihr seht aus, als wärt ihr die Vorfahren von, von Janus und Schala. So ein bisschen, ne? Ich meine, darf man nicht vergessen, deren Vorfahren werden auch hier irgendwo gewesen sein, ne? Ich meine, die kamen ja nicht aus dem Nichts. Aber gut. Ich denke, an dieser Stelle kann ich... Ah, hier ist falsch. Da unten einen Schnitt machen. Und das heißt, beim nächsten Mal würde ich sagen... Macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir uns einfach zum Ende der Welt treffen und ich hier diese paar Meter durch die Mystic Mountains alleine laufe. Alles klar, dann wäre das soweit geregelt. Weiter geht's beim nächsten Mal. Und bis dahin.